gewöhnen, so nah an den Kanten zu kämpfen. Das schont die Nerven. Vielleicht ein bisschen. So, jetzt bin ich aber voll vom Weg abgekommen. Ich wollte doch da so hin. Also laufen wir jetzt in diese Richtung. Der Priester ist so... Was? Oh Gott, du schreibst und ich laufe und... Ah, guck. Der Priester ist viel zu schwach für einen Gott. Wieso ist der zu schwach? Braucht man da irgendein... Gibt es da auch Stufen bei den Priestern? Mach mir nicht schlapp jetzt hier. Autsch. Oh, echt auch wieder T1 bis T4. Na super. Das bedeutet, wenn ich... Gutere, wollte ich gerade sagen. Also, desto bessere Priester ich in meinen Schrein stecke quasi oder in meinen Tempel, habe ich dann auch andere Sachen zum Produzieren und Herstellen. Das wäre ja dann sehr interessant nochmal. Es wird hier vielleicht so sein wie mit den Berufsheinis, die dann ja auch in den Werkbänken oder die Köche. Die dann neue Rezepte freischalten. Das macht Sinn. Das wird bestimmt so sein. Jetzt, wo du es so sagst. Was für neue Musik? Es gibt hier vier Priester, die dann Waffen oder Rüstung verbessern. Das sind Crocodiles. War da nicht eben noch was mit uns? Fehlen noch hier Krokodile zum Häuten? Ach so, ist schon tot. Ist schon tot. Du brauchst nicht nochmal raufhauen. Das lebt nicht mehr. Da ist auch nichts mehr mit Zucken. So, Nummer 4. Und Nummer 5. Und mein Magen knurrt. Wie schön. Herausforderung abschließen. So, Kriegsbemalung herstellen. Habe ich noch nicht gemacht. Habe ich noch nicht gemacht. Oh. Die habe ich ja völlig vers... Neu-Asgard besuchen. Oh, das ist auch im Norden. Richtig? Es müsste dieses runde Dörflein hier sein. Da. Vermute ich. War ja noch nicht da. Kann es nicht so sagen. Achso, wir könnten auch nochmal wieder hier Maskenwechsel machen. Ich vergesse das immer. I forgot it. So, schwubbeliwupp. Aber mal ein bisschen schon. Ja, genau. Okay. Jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Rechts, links, wo muss ich lang? Ich glaube, da lang. Yes. I'm on my way. To look for irgendwas. Ach ja. Hier passiert auch nichts mehr. Der gute Mann wartet tatsächlich nur darauf, dass ich endlich meine Begleiter auf Stufe 20 habe und wir gemeinsam irgendwelche Dungeons oder Bosse kloppen können. Ach ja. Vielleicht sollte ich jetzt mal was fooden. Wo ich das gleich vor lauter Hasenaufregung wieder vergesse. So, ich wollte sagen, pack mal lieber das Schwert weg, sonst haben die gleich Angst. Aber ich glaube, wir sollten es wieder auspacken, weil der Kollege hier hat keine Angst. Ich befürchte gerade, dass ich meine Kollegen irgendwo habe hingeschickt und die kommen nicht mehr mit. Wo sind jetzt schon wieder Janos und Dalinsia?
Das Ding ist, wenn du mir das jetzt verrätst, habe ich das bis zum Dungeon bestimmt wieder vergessen, weil so in meinem Tempo bin ich nächstes Jahr Ostern vielleicht im Dungeon. Oh, danke schön. Der Destiny hat mir gerade Wasser gebracht. Voll lieb. Ach, da sind sie ja wieder. Wenn wir da sind, kannst du es mir. Ja, verrat's mir jetzt. Vielleicht merke ich es mir tatsächlich, aber ich glaube nicht. Du wirst es mir dann vielleicht nochmal sagen. Weiß schon. Bin ja halt ein bisschen verpeilt. Begleiter schonen. Du bist ein grauer Hase. Du bist auch ein grauer Hase. Du bist eine blöde Steinnase. Den neuen Dungeon würdest du dir Zombies machen. Aber ist dein Dungeon denn immer noch so verbuggt? Mein letzter Stand war ja, dass gesagt wurde, man sollte da nicht unbedingt hin, weil es so verbuggt ist und man dann seine Begleiter verliert. Das wäre ja total doof. War ich hier schon? Ja, ich war hier schon. Das ist hier doch der, ja, Tugra, genau. Oh nein, oh nein, wir stürzen mit Tugra in den Abgrund. So, bam. Ich möchte jetzt in den Norden. Wir gehen da jetzt hin. Wahrscheinlich macht es sogar Sinn. Nee, ich kann nicht porten. Du warst da drin und hast keine Bugs gefunden. Der ist nicht ohne. Wir nehmen mir. Mir wurde nahegelegt, da noch nicht so reinzugehen, weil wohl sehr viele Leute da ihre Begleiter verloren haben. Und weil ich ja dafür prädestiniert bin, Begleiter zu verlieren, sollte ich das vielleicht schon mal gar nicht tun. Nicht jetzt. Und vor allem nicht alleine. Nein, sie stürzt ab. Bäh, hat er mich angerotzt hier. Voll angerotzt. Das Viech. Schäme dich. Meine Begleiter haben überlebt. Nur ich nicht. Dann kannst du Zombies mitnehmen. Achso, darum kannst du Zombies mitnehmen. Ich habe das mit den Zombies noch nicht ausprobiert, ne? Die muss ich doch an diesem magischen Beschwörungsding herstellen, richtig? Oder an diesem Grab. Da muss ich eine Leiche reintun. Ich weiß halt nicht genau, wie es funktioniert. Ich muss das vorher mal testen, damit ich das Prinzip verstanden habe. Habe ich das Lager da entdeckt? Ja, doch, habe ich. Sind das Wüstenhunde? Nein, im Grab. Ach, im Grab, genau. Ja, das Grab. Ah ja, Wüstenhunde. 1 von 10. Perfekt. Ja, das Grab habe ich ja schon. Achso, der muss noch leben und dann in dem Grab töten. Oder da drinnen sterben lassen.
Quasi so wie im Rad, ja? Kann ich mir das so vorstellen? Oder muss der schon gezähmt sein? Du bist auch hier. Oh ja, guck mal. Koll sicher. Alter, das ist sicher Schlag. Das ist der Obermufti hier. Wahrscheinlich weinen jetzt wieder alle. Du hast einen T4 getötet. Der war bestimmt voll gut. Ja, vielleicht. Vielleicht kommt der auch irgendwann wieder. Das ist halt so entspannendes Schnitzeln hier für mich, ne? Das lässt einen abschalten. Genau, wie im Rad. Und da die nach 2 Tagen sowieso weg sind, kann man die gut im Dungeon mitnehmen. So, jetzt fehlt mir einer hier. Ist euer Ernst? Einer fehlt. Ist aber frech. Echt frech. Guck, da ist es. Ich sag doch. Da wird ja wieder geheult. Der T4er. Guck mal, da hinten wäre ein Rad gewesen. Das ist noch trauriger. Hat der Destiny da mal hingeklatscht. Wenn Mutti hier Entspannungsschnitzeln macht, dann haben nicht mal die T4er eine Chance. Alles für die XP. Alles fürs Weiterkommen. Ich denke halt, die tauchen sowieso alle wieder auf. Ich bin da überhaupt nicht traurig drum. Ich habe da nicht so die Bindung. Und guck mal, wenn ich jetzt hier noch so ein paar Schädel auf den Tisch klatsche, dann kriegt man die Obolusse. Dann können wir sowieso gefühlt alles kaufen. Ja, ihr räumt hier wieder das Lager auf, natürlich. Kommen plötzlich alle her hier. Hallo, hallo. Hab euch hier nicht alle eingeladen. So viele Schnitzel gibt's hier heute nicht. Oh, guck mal, das ist noch ein T4er. Da war ein T4er. Es tut mir leid, ich werf die Taschentücher in die Runde. Seid nicht traurig, die kommen wieder. Wer war das denn? Ach hier, Jibalsack. Ja, die haben wir schon ein paar Mal gelesen. Ich sag ja, die tauchen alle wieder auf. Das ist nicht so tragisch, wie es aussieht. Ich brauche einen Trank. So, und jetzt holen wir uns noch die Blutsteinnase und ziehen dann weiter Richtung Norden. Ich glaube, die war hier vorne. Ja! Guck mal. Weiß ich schon. Kennen sie schon auswendig jetzt die Stelle. Oh, wir reiten auf ihr. Jetzt mischt sich der Elefant ein. Ich glaub's nicht. Geh auf deine eigene Party. Guck mal, die haben sich aber jetzt nett aufgeteilt. Janos kümmert sich um die Blutsteinnase. Valencia macht den Elefanten platt. Und ich suche meine Spitzhacke. Alter Falter, hier ist aber was los. Moment, da haben sie mich aber umgenietet. Hallo. Okay, ich helfe mal. A little support ist ja kein Mord. Trinken wir nochmal ein Tränkchen zwischendurch. Gönnung. Erfrischend, gerade bei den warmen Temperaturen, und wir fliegen. Hallo, Spjockel. Na, wie schaut's aus? Schön, dass du reinschaust. Mal, holt gleich den Rüssel raus hier, ne? Und wieder die richtigen.
Dieser Elefant, ne? Ist auch ein bisschen anstrengend. Nein, ich habe keinen Schwarzblutpickel. Aber den kriege ich vermutlich da vorne im Lager, richtig? Mit den Nerven, Smjockel. Immer mit den Nerven. Oh, keine Ausdauer. Ja, ich habe mir was gemerkt. Manchmal funktioniert das Gehirn doch noch. Theoretisch könnte ich jetzt auch genug Obolusse dafür haben, weil ich ja eben die ganzen Schädel abgegeben habe. Wir gehen da gleich mal gucken. So. Jetzt ist nur die Frage. Bleibt die Steinnase hier so lange liegen? Ich glaube nicht. Das werden wir dann mit der nächsten machen, auf jeden Fall. Ich habe halt Schiss, wenn ich jetzt darüber laufe, dass die gleich weg ist. Ich baue die mal ab. Und dann gucken wir, dass wir uns die kaufen. Und für die nächsten Blutkristallnasen nutzen wir dann diese Schwarzpickel. Wenn die jetzt verkauft wird. Wo sind sie denn? Ach, da. Hallo. Wir wollen euch töten und Sachen kaufen. Hauptmann. Achso, nee, der quaddelt mich nur voll. Du bist ein Händler. Axt des Löwen, die habe ich schon mal gekauft. Schwarzblut-Sichel. Nee, wir wollen ja nicht die Sichel. Wir wollen Nachschubmaterialien. Ich glaube, hier kriegen wir nur die Sichel. Ja, aber gut, wir können die ja mal kaufen, dann haben wir die schon mal. Und uns dann nach und nach auch die anderen Werkzeuge organisieren. Schwarzblutsichel. Erfolgreich. Ja, da ist die Sichel. Aber macht ja nichts. Ich kann mir ja nach und nach mal die Schwarzblutsachen ranholen hier. Wo ist sie hin? Gucken wir uns mal an. Das jude Stück. Ja. Inventarordnung ist auch so eine Sache für sich. Es ist ja nach Namen sortiert. Also gehen wir davon aus, es ist hier bei Schwarzblut. Guckt da, wie Schwarzblut. Hier noch nicht, Eine mit schwarzem Blut bedeckte Sichel. Die sieht cool aus. Die sieht echt gut aus. Die Klinge blitzt im Sternlicht, Blut spritzte, die Menschenfresser von Zambula. Sicheln sind einhändige Werkzeuge mit einer halbmondförmigen Klinge. Sie dienen eigentlich zur Ernte, können aber ebenso gut Fleisch und Knochen durchtrennen und so ihr blutiges Werk verrichten. Das Blut auf der Obsidianklinge hat dieses Werkzeug geschärft und gehärtet. So, liebe Freunde, wie repariert man sowas? Gar nicht? Ist es forever haltbar? Nein, es hat eine Haltbarkeit. Es ist gehärtet. Das ist legendär. Das ist ein Werkzeug. Aber kommt vielleicht noch, wenn es schon ein bisschen angekratzt ist. Dass ich es dann reparieren kann und nicht weiß, wie. Okay. Dann ziehen wir weiter Richtung Norden. Hat was? Achso, mit legendären Waffenreparaturkits. Ja, okay. Da bin ich noch weit von entfernt. Mein Lieber, ganz weit, glaube ich. Oh. Von Reparaturkits in legendär. Wenn ich erstmal legendäre Rüstung habe, ne? Das wäre schon toll. Das wäre schon schön. Aber diese ganzen Materialien, die dafür haben wollen. Warum? Das ist Quälerei. Das tun sie mit Absicht. Damit ich auch noch Ostern 2029 Konen spiele. Wenn du auch die T4 niedermetzelst. Ich brauche doch die Erfahrungspunkte. Und das ist so entspannend.
wenn meine Klinge durch die T4er glitscht. Gott, das hört sich an, als wäre man so eine Psycho. Alter! Sag mal, brennt dir der Helm hier von hinten in den Nacken zu springen? Wie mein Kater, ne? Das sind so eine. Das sind so eine. Popos, ne? Wenn die so hinterhältig von hinten mal eben zack in die Hacken beißen. Ja, da ist er wieder, der Rüssel. Aber der wird jetzt zum Schnitzel. Warte mal ab bis zum Warmaker Dungeon. Was ist das? Nicht der von Mechamoses da oben, oder? Ach, du bist mir hier zu stressig, Benjamin. Ich habe irgendwie voll daneben geschossen. So meditierendes Schwertschwingen ist irgendwie schon angenehmer, wenn der einen Mönch auf dem Kopf rumtrampelt. In dem hast du viele Kämpfer verloren. Ja, dann werdet ihr mich da nie drinne sehen. Ich kann diesen Verlust nicht ertragen. Monatelang so hart dafür gearbeitet, dass sie endlich Stufe 20 sind. Ich kann es nicht riskieren, sie zu verlieren. Apropos, wir können mal ein Level-Update machen. Janos ist jetzt auf Stufe 19. Guck mal. Mit Zombies ist es okay. Ja. Und die Dalincia Stufe 16. Die levelt jetzt echt langsam. Wenn man überlegt, dass wir zeitgleich angefangen haben, hängt sie jetzt echt hinterher. Aber gut. Das holt sie noch auf. Ich glaube an meine süße Maus. Und wir wollen Richtung Norden, aber hier können wir auch mal gucken. Doch, mit Zombies. Achso, genau, das hatten wir schon. Ah, trinken wir nochmal einen Schluck und gucken dann, was uns hier hinter dieser Schlucht überrascht. Schlucht? Nein, doch, so heißt es. Noch mehr Schluchten. Achso, da ist die Galeone. Ja, die haben wir ja schon clear. Brauchen wir nicht hin. Dann krabbeln wir. Krabbeln wir hier rüber? Ja, das schaffen wir. Warum tut es das? Oh, mein Herz. Das war ich nicht drauf vorbereitet. Guten Morgen, alle wach. Ui. War ich nicht drauf vorbereitet. So eine Arschmade. Das war so eine dreckige Steinnase, die sich im Sand versteckt hat und der Meinung war, uhu, hier bin ich, rauszuhüpfen, wenn ich vorbeilaufe. Und kleine Mistviecher sind das. Die ollen Steinnasen. So, ich will hier hoch. Kann ich hier nicht klettern? Doch. Das muss doch gehen. Ja, da geht's doch auch in den Norden, oder nicht? Halt jetzt nur über Umwege. Ich wollte nicht bei den Tigern vorbei. Ich wollte mal einen anderen Weg testen. Komme ich hier nicht da auch hin? Jetzt hier so hochkletter? Oh, ich glaube, ich werde. Oh nein, lass mich hier nicht sterben. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ihr das gesehen? Das war richtig knapp. Mein Plan war halt jetzt, hier so in den Norden zu gehen. Hier so über diesen, da rein. Also in dieses Gebiet. Wer schreit denn hier so? Ist da oben eine? Was ist da los? Aha! Ihr macht hier so einen Alarm. Warte mal, ich brauche ein Schwert!
Oh, E zum Interagieren. E zum Interagieren. Ich kann was interagieren hier. Ihr wollt... Ach so, Janos, Entschuldigung. Wollte dich nicht vermöbeln. Alter, was ist denn hier los? Ist hier aber... Die haben auch eine Schnitzelparty gemacht. Mann, aber die haben es richtig krachen lassen. Ist ja eklig. So, das war bestimmt hier eh interagierend wieder für so eine Kackrolle, die ich schon 39.000 Mal habe und ich gar nicht mehr brauche. Hier liegt ein Kopf. Barbecue! Ja! Barbecue, genau. Ja, hier gibt's auch alles. Hier gibt's, ne? Getier. Zäher Kerl. Zartes Mädchen. Alles, was das Herz begehrt. Gönnt euch. Nein, ich habe noch nicht alles sauber gelernt. Aber ich bin wohl schon relativ weit. Ich brauche jetzt die Zutat Graulotuspulver. Und dafür muss ich in die Arena. Die Tasche. Es sieht jetzt nicht so aus wie eine Tasche, aber gut. Und in die Arena möchte ich rein, wenn meine Begleiter Stufe 20 sind. Genauso wie ich Rache üben möchte an diesem Kack-Insektenboss, der meinen letzten Begleiter geschrottet hat. Ich sag euch das, wenn beide Stufe 20 sind und wir die Weltherrschaft hier an uns reißen, dann geht's richtig los. Da müssen wir mal ein paar Nordmänner hier verprügeln. Das ist aber schön hier mit den Blümchen, ne? Das ist eine friedliche Wiese. Da will man sein. Ich glaube, es gibt hier auch nur 15 Zauber, ne? So ungefähr. Da sind Wildschweine, die brauchen wir für unseren Battle Pass. Uhuhu. Hallo, Borsti! Borsti! Borsti, mein kleines Spätzelchen. Komm! Wir machen Hackbraten aus dir! Geil. So, 1 von 10. Das sieht aus wie ein großes Borsti, oder? Täusch das. Ich hab Durst. Das sieht wirklich groß aus. Ist das ein Mama-Borsti? Oh, yes! Ich gehe mal auf Abstand. Trinke was aus meinem Wasserschlauch. Und... Hoppala. Dann schicken wir ganz feige gleich unsere Freunde vor. Aber Borsti schaffen wir, ne? Komm, das hat nur ein Sternchen. Ja, das läuft. Sehr cool. Wenn ich jetzt auch noch mit meinem Pfeil treffen würde, dann wäre ich vielleicht noch ein bisschen Support für meine Jungs und Mädels. Guckt euch die Hauer an. Ehrlich gesagt, das ist groß. Und es zählt sogar für die Wildschweine. Ein Wildschwein mit Pfefferminze, bitte. War das nicht hier bei Asterix und Obelix? Wo der eins angeboten bekommen hat mit Pfefferminz und der wollte aber einfach nur das ganz stinknormale Wildschwein. Wildschwein! Babyschwein! Komm her, du kleines Ferkel! Ich hab einen Frischling! Ich hab ein Schwein, Schwein, Schwein! Geil! Sehr cool. Wolfbaby fehlt mir noch. Da ist noch eins! Komm, Borsti! Borsti 1, 2, 3! So, jetzt fehlen noch welche. Wie gut, dass ich jetzt so viel tragen kann, ne? Auch ein bisschen arschig, ne? Fühlt es da... Mutti und Vati und sammelt die Babys ein. Grausame Welt. So ist das hier. So. Müssen wir uns erstmal 2 Minuten lang friedlich das Wasser angucken. Friedlich, Janos. Ohne komische Geräusche. Friedlich, wir wollen uns beruhigen. Wir haben gerade Schweine getötet. Wir beruhigen uns. So, okay, weiter geht's. Da oben sind noch mehr. Wir brauchen noch ein paar für unseren Battle Pass. Dum, 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 dum. Wo seid ihr? Kleine, kleine Schweinchen.
Ich hätte ganz gerne einfach nur ein Wolfsbaby damit. Pass auf. Ich zeig's dir. Warte mal. Ich hätte gerne ein Wolfsbaby hierfür. Ich möchte gerne den festlich geschmückten Schoßhund produzieren. Und dafür brauche ich halt einfach nur ein normales. Wird absolut reichen. Den hätte ich halt auch noch gerne. Das war auch mal ein Drop. Ich glaube, zur Weihnachtszeit gab es den. Und ja, seitdem habe ich halt noch kein Wolfsjunges gefunden. Guck mal an, seit Weihnachten. Wir haben jetzt schon wieder fast Sommer. Wir haben Sommer, wir haben Mitte des Jahres, 1.6. Ach du heiliger Bimbam. Sag ja, wir spielen Conan noch im Sommer 2029. Ach, so. Jetzt habe ich hier das Schwein aus den Augen verloren. Da ist es. Oh, süß. Oh, das ist kein Schwein. Das ist Puhbär. Hello, Puhbär. Erledigt. Okay, das war jetzt nicht so spektakulär, wie es erwartet hätte. Zwischen Bärenfell. Es ist ganz schön dunkel hier im Norden. Ja, das sieht nachts anders aus, das Schweinchen. Ups. Bäh. So ein oder Ziegenbock hier. Na, Alter, der greift sogar an. Vergiss es. Schie, ey.